fürchterlich. Die Tür steht so offen. Also mein Gott, der ängstlich wird mir heute zumut. Und ich bin doch sonst so gern bei der Großmutter. Guten Morgen, Großmutter. Es bekam aber keine Antwort. Darauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. War das die Großmutter, was da im Bett lag? Sie trug doch nie die Haube so tief im Gesicht und sah auch sonst noch nie so merkwürdig aus. Großmutter, was hast du für große Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Großmutter, was hast du für einen entsetzlich großen Mund? Dass ich dich besser fressen kann. Kaum hatte der Wolf das gesagt, denn er war es, der im Bette der Großmutter lag, tat er einen Satz und verschlang das arme Rotkäppchen. Ein wenig später ging der Jäger an dem Haus vorbei und dachte, wie die alte Frau schnarcht, ich will mal sehen, ob ihr etwas fehlt. Dann trat er in die Stube und wie er vor das Bett kam, sah er, dass der Wolf darin lag. Hier finde ich dich also, du alter Sünder. Dich habe ich schon lang gesucht. Nun wollte er seine Büchse anlegen, aber da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre vielleicht noch zu retten. So schoss er nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte getan hatte, da sah er das rote Häubchen leuchten. Und noch ein paar Schnitte, da sprang das ganze Rotkäppchen heraus und rief, war ich erschrocken. Wie war es so dunkel in dem Wolfsteinleib. Und da, ihr werdet es kaum glauben, holte der Jäger auch die alte Großmutter noch lebendig heraus. Rotkäppchen, bring geschwind große Steine, dass wir den Wolf damit seinen Bauch füllen. Wie der Wolf aufwachte, wollte er fortspringen. Aber mit den schweren Steinen konnte er das nicht und fiel so arg hin, dass er tot liegen blieb. Großmutter, da habt ihr aber Glück gehabt. Lieber Jäger, wir danken dir. Ich ziehe dem Wolf noch den Pelz ab, den nehme ich mir mit. Nun wollen wir den schönen Kuchen essen, den Rotkäppchen gebracht hat, und den guten Wein trinken, damit wir uns von dem Schreck erholen. Und ich will mein Lebtag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn mir's die Mutter verboten hat.